Herzliches Moin aus Hamburg. Mein Name ist Jimmy Tran, bin Trading Coach beim Traders Club 24 und heute möchte ich euch die Handelsplattform MetaTrader 4 näher bringen, euch näher vorstellen, das Handwerk eines jeden Traders. Alles klar, dann wollen wir uns mal den MetaTrader näher anschauen. Ihr könnt ja schon meinen Bildschirm sehen, ich habe das schon vorbereitet und wir gehen einmal in die Bereiche rein und fangen an. Alles klar. So, wir haben hier, wie ihr sehen könnt, verschiedene Symbole in der oberen Leiste. Wir fangen an mit dem ersten Symbol, was wir hier dann unter Dateiansicht, Extras und Hilfe sehen, die sogenannte Marktübersicht. Im Großen und Ganzen kann man sich vorstellen, der MetaTrader besteht aus vier großen Bereichen und in die gehen wir kurz rein. Marktübersicht kann man hier oben im MetaTrader ein- und ausblenden. Und dann können wir sehen, welche Märkte alle da sind. Also hier finden wir die verschiedenen Währungspaare, die Devisen und die Indizes, die wir dann traden. Die kann man sich dann hier heraussuchen, dazu aber gleich Näheres. So, dann haben wir den zweiten Bereich, das ist der sogenannte Navigatorbereich. Den kann man hier auch dann ein- und ausblenden und erscheint dann natürlich hier in eurer Handelsplattform. So. Der dritte Bereich ist der sogenannte Terminal-Bereich. Der ist hier unten eingeblendet und da kann ich natürlich auch den auch wieder ausblenden, wie die anderen Sachen auch. Und wenn ich hier dann alle mal einblenden tue, dann sieht das Ganze so aus. Gehen wir mal weiter. Das ist die Ausgangsposition, also Ausgangslage und wir fangen, wie gesagt, mit der Marktübersicht an und holen uns erstmal den DAX. Den müssen wir natürlich hier links in der Marktübersicht einmal heraussuchen. Kleiner Tipp von mir, ihr könnt direkt über die Tastatur DE eingeben für den DAX. Vorher müssen wir natürlich hier einen rechten Mausklick reinmachen, um alle Märkte einmal anzuzeigen. So, dann sieht das Ganze so aus oder sollte dann bei euch auch so aussehen. Also unabhängig davon, ob ihr bei GBE oder bei Markets seid, oder bei anderen Brokern, wo ihr mit dem MT4 arbeitet. Das ist ja eine gängige Handelsplattform, mit der sehr, sehr viele Einsteiger und auch Profis arbeiten. Der Vorteil daran ist, dass man hier seine eigenen Indikatoren und Strategien mit einblenden kann oder auch mit reinprogrammieren kann oder implementieren in dem Sinne. Das haben wir natürlich gemacht. Grundsätzlich sieht aber jeder MetaTrader gleich aus, also die Arbeitsoberfläche. Und man hat immer eine Marktübersicht, mit der man anfängt. Dann gehen wir hier rein und holen uns einfach den DAX, wie gesagt, über die Tastatur mit der Abkürzung DE und können dann hier mit dem rechten Mausklick in den zweiten Bereich gehen und ein neues Chartfenster einblenden. Dann sehen wir hier einen nackten DAX-Chart, ziemlich unspektakulär, mit einem schwarzen Hintergrund und einer grünen Chartanzeige. Und darunter habt ihr die sogenannte Zeitperiodizität oder die Zeiteinheit, die man dann nachträglich nochmal mit einstellen kann. In dem Falle ist es gerade voreingestellt auf einer Stunde, das heißt jede Kerze ist eine Stunde. Wir wollen aber und wir traden den DAX auf 5 Minuten und müssen das dementsprechend einmal hier einstellen. Klicken einmal drauf, sieht dann ziemlich ähnlich aus, aber hier oben könnt ihr dann erkennen, dass die Zeiteinheit 5 Minuten dann jetzt letztendlich eingestellt ist. Dann können wir das hier einmal größer machen und die Marktübersicht kann man dann hier wieder ausblenden. Dann haben wir den kompletten DAX-Chart. Wir lassen es jetzt einmal kurz nochmal drin. Also ihr seht, ich blende hier einfach hin und her, ganz lustig hin und kann hier hin und her springen. Und als den zweiten Bereich nehme ich dann auch nochmal dazu, indem ich hier oben einfach draufklicke auf den sogenannten Navigatorbereich. Den möchte ich auch gerne hier mit dabei haben. Dann sieht das Ganze so aus. Und als letzten Bereich den Terminal-Bereich. So, dann sieht das Ganze so aus. Der vierte Bereich, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist natürlich der wichtigste Part, die Chart-Anzeige, die ihr da jetzt gerade seht. Ja? DAX-Chart ist geöffnet, alles wunderbar. So können wir natürlich nicht viel mit anfangen. Dann statten wir den Chart jetzt mal aus mit unseren Templates und unseren Vorlagen, mit denen wir hier im Club arbeiten und machen dafür einfach einen rechten Mausklick direkt in den Chart rein,
gehen hier dann in den, ja, sieht immer gleich aus, man hat hier Handel, Markttiefe, Einklickhandel und so weiter. Hier kann man sogar auch die Periodizität, also die Zeiteinheit, nochmal nachträglich einstellen. Ich finde es immer schneller, wenn man hier oben direkt rangeht. Also, nochmal rechter Mausklick und dann haben wir hier die Rubrik Vorlagen und können dann hier die ganzen Vorlagen sehen. Das sind jetzt die voreingestellten Templates und in euren MetaTrader seht ihr dann natürlich all unsere Vorlagen, die man hier mit reinladen kann. So, das kurz dazu. Dann werde ich oft gefragt, ob man auch mehrere Märkte mit dazu nehmen kann. Das geht natürlich auch. Jetzt können wir hier wieder in die Marktübersicht springen und zum Beispiel noch einen DAX-Chart öffnen. So. Und dann machen wir noch einen dritten mal rein, weil es so schön war. Und wir nehmen mal ein Währungspaar dazu. Dann kann man hier das Ganze ein bisschen größer ziehen. So. Und dann holen wir uns einmal zum Beispiel den Euro, Schweizer, Franken hier rein als Devisenpaar. Also drei DAX-Charts haben wir jetzt und ein Devisenpaar. So, jetzt sieht das Ganze hier ziemlich ungeordnet aus und der eine oder andere fragt sich, Mensch, wie kriege ich das nochmal ein bisschen schöner hin? Auch hier von der Bedienung und Anwendung her habt ihr hier oben ein sogenanntes Chartfenster oder Fenster anordnen. Das könnt ihr hier rüber machen, ganz rechts, also neben der Hilfe hier oder hier direkt in das Fenster rein. Das machen wir jetzt mal einfach, mal schnell. Fenster und dann kann ich hier auf Fenster anordnen gehen. Das ist eigentlich der gleiche Button wie hier oben auch. Nur hier kann man nochmal unterscheiden zwischen einer horizontalen Platzierung der Charts oder einer vertikalen, also nebeneinander. Wir machen jetzt mal Fenster anordnen und dann können wir sehen, direkt sind alle Charts hier auch schön angeordnet und das Zimmer ist sozusagen aufgeräumt. So. Dann können wir unten auch den Kontostand natürlich sehen. Also nach jedem Trade verändert sich ja auch der Kontostand, je nachdem, ob die Position dann geschlossen wird oder realisiert wird. Und das verändert sich dann natürlich dann direkt mit. Und rechts daneben habt ihr die sogenannte Equity. Das beinhaltet den Kontostand mit allen offenen Positionen, die noch sozusagen laufen. Ja. Okay, dann haben wir als nächstes diese vier Charts, die wir hier sehen und können dann hier unten rechts ist ein sogenannter Default-Profil gerade drin. Das ist bei den meisten MetaTradern so eingestellt. Da können wir jetzt auch sagen, okay, bitte speichere diese vier Charts ab. Dann kann ich hier unten auf Default klicken. Dann eröffnet sich unten ein Fenster und ich kann hier das Profil jetzt abspeichern in DAX und Devisen zum Beispiel. Und dann kann ich hier sagen, okay, und kann dann das Profil, was ich mir hier selbst erstellt hat, abspeichern. Manche machen da Tagesprofile oder je nach Strategie. Und dann kann ich hier auch im Endeffekt unten dann nochmal rangehen, das Fenster nochmal öffnen und hier auf Default gehen. Dann haben wir hier die alten Charts hier drin. Und ich will aber meine Anzeige haben, die ich oder mein Profil anzeigen lassen, was ich mir abgespeichert habe und gehen dann hier einfach auf DAX und Devisen. Und dann bin ich wieder in der gleichen Ansicht. So. Dann kann ich ja natürlich auch sagen, okay, na, ich brauche doch ein bisschen mehr Platz und die Charts sind mir hier zu klein, die sind alle nebeneinander. Ich kann natürlich auch hier rangehen und den einzelnen Chart hier größer machen und rausverlagern, indem ich hier einfach auf das Maximieren klicke. Und dann habe ich nur den einzelnen Charts. Die vorherigen Charts sind aber natürlich nicht weg, sondern sind dann unten als Reiter alle definiert und dann zu sehen. Ja. Und dann kann ich hier aber natürlich auch wieder zurückspringen. Wenn ich wieder die alte Anzeige haben möchte, gehe ich hier einfach nochmal ran und gehe dann auf Verkleinern und habe dann die komplette Übersicht der geöffneten vier Charts, die ich auch vorher hatte. So. Dann haben wir hier noch den Bereich. Da möchte ich nochmal drauf eingehen, den Bereich Experten. Und da findet ihr jetzt dann in Zukunft, wenn das alles installiert ist, auch unsere Tools, also unsere Trading-Tools, die sind dann immer gekennzeichnet mit CC24. Ja, mit CC24, da findet ihr dann die Swissbox und mit Trade Manager, also mit all den Werkzeugen, mit denen wir hier arbeiten. Ja,
So. Dann blende ich das nochmal aus. Was ihr auch hier sehen könnt, sind verschiedene Indikatoren. Also manche haben ja eigene Indikatoren und ja, es gibt Strategien und Indikatoren wie Sand am Meer. Ihr habt aber natürlich den Vorteil, dass ihr hier bei uns auch schon fertige Templates bekommt, die sich bewährt haben, die sich über, ja, über die Zeit, über die Trading-Zeit, in der wir schon am Markt aktiv sind, ja, sehr profitabel gelaufen sind, und davon könnt ihr natürlich, damit könnt ihr dann natürlich in erster Linie mitarbeiten, euch ein bisschen reinfinden, ein Gefühl dafür entwickeln, und dann kann man darauf halt aufbauen. Wenn man aber eigene Indikatoren, das ist ja das, der Vorteil dran, nochmal mit einbauen möchte, ne, oder auch was optimieren möchte, seine persönliche Note mit einbringen möchte, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit den bereits vorinstallierten Indikatoren hier auch zu arbeiten. Meine Empfehlung ist aber, euch, wenn ihr eine Strategie habt, euch erstmal ja, das beiseite zu schieben und versuchen mal mit unseren Strategien zu arbeiten, ja, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann könnt ihr im Nachgang immer noch die persönliche Note oder in einer ja, Chart-Analystik, die ihr sehr gut beherrscht, da gibt es ja zahlreiche Oszillatoren, Volumen und sonst irgendwas, was man noch einbauen kann als Trader hier im Nachgang noch mit hinzuzufügen. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich auch gar nicht mehr so viel zum MetaTrader. Wir können ja gehen hier nochmal auf das Bild, können hier natürlich dann auch Märkte herausnehmen. Also ich nehme mir jetzt hier wieder die Märkte raus, die ich hier mir eingestellt habe. Dann ist natürlich in dem Falle alles leer. Und kann dann hier natürlich nochmal neu sagen, okay, rechter Mausklick, ich möchte nochmal ein anderes Profil anlegen, neues Chartfenster, und kann dann hier die Märkte nochmal mit dazu holen oder hinzufügen. Ansonsten, wenn ich jetzt hier wieder natürlich oben auf den, in den oberen Bereich gehe und den Terminalbereich ausblenden möchte, um eine bessere Sicht nochmal reinzukriegen, klicke ich drauf. Hier kann ich nochmal auch auf den Navigatorbereich, Marktübersicht, dann ist alles wieder weg und wir sind wieder auf also in der Ausgangsposition. Letzter Tipp, den ich euch nochmal mitgeben möchte. Hier unten habt ihr einen sogenannten Verbindungsstatus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da gehe ich mal mit meiner Maus eben drauf. Da müsst ihr natürlich immer darauf achten, dass die Verbindung aktiv ist, damit ihr die tagesaktuellen Kurse reinkriegt. Ansonsten diese vier Bereiche, auf die werdet ihr immer wieder mal stoßen. Und ja, die anderen Bereiche, die kommen natürlich nach und nach. Also schrittweise bringen wir euch das näher. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf euch zu. Ich unterstütze euch gerne und wir unterstützen euch gerne, ja, um in das Thema reinzukommen. Es ist ein Lernprozess, es geht nicht von heute auf morgen. Aber ich freue mich, euch das ein oder andere nochmal zu zeigen. Wenn du mehr erfahren möchtest, bist du herzlich eingeladen, unseren Gastzugang zu nutzen. Klicke einfach auf den Link, registriere dich 30 Tage kostenlos und unverbindlich. Erhalte unseren vollen Support und schau uns beim Live-Trading zu, teste unsere Tools und Strategien. Wir unterstützen dich gerne und gute Trades. Bis dann!